Wie heißt der Glückliche? Jean-Pierre Poli. Rachid Abdul Mohamed Benasset. David Maurice Isaac Benichou. Und jetzt bitte lächeln. Na, kein Grund zum Lächeln. Und nicht bewegen. Und wenn wir Sie zu Weihnachten einladen? Wie, wir werden Weihnachten bei deinen Eltern verbringen? Wir klammern alle Reizthemen aus. Israel, den Dalai Lama, die Burka. Und Jackie Chan und Arafat? Kommen Gaddafi und Woody Allen auch? Und kommen Keyshawn und Bruce Lee auch? Vor allem kein Wort über die Nationalmannschaft. Wenn jemand ein Klischee über die Juden raushaut, hörst du einfach weg. Wenn einer in einem Atemzug Immigranten und Kriminalität nennt, bitte ich dich einfach wegzuhören. Und wenn einer seine Witze über Chinesen macht? Dann lachst du. Ich gebe also den Chinesen. Der Chinese wieder. Der Arschkriecher vom Dienst. Ich habe eben an Ihre Jüngste gedacht. Vielleicht findet sie mal einen Katholiken. Ich werde heiraten. Ist der Katholik? Natürlich. Los, das feiern wir. 10 Minuten zu spät. Eins ist sicher, er ist kein Chinese. Ist das der Fahrer? Das ist mein Schal. 3 Kanaken und ein Schwarzer. Für deine Eltern ist das Fukushima. Die Franzosen sind böse und dumm. Bei der kleinsten rassistischen Bemerkung deiner Schwiegerfamilie gegenüber Schwarzen. Haha. Hau ich ihn auf den Kopf. Sie nisten sich zu 400 ein und Idi Amin will nicht zahlen. Kannst du nicht einmal cool sein? Ich bin doch nicht Onkel Benz. Stell dir vor, wie unsere Enkel aussehen. Was haben wir nur Gott getan, Claude?